Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault. Und ja, ich war letzte Woche mehr oder minder fleißig. Hab zumindest, ja, obwohl ich es eigentlich nicht machen wollte, eine M Plus gemacht. Das war, ich glaube, ich habe nur einen 15er fix durchgelaufen. Dass wir zumindest hier Loot rauskriegen. Seit ich ja die ganzen 20er Achievements jetzt alle habe, bin ich mit M Plus eigentlich für mich persönlich durch. Ich habe aber auch noch im Vault ein paar Mythic-Kills drin. Also wir müssten aus dem mythischen Raid auch noch ein Item kriegen können. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ich habe diesmal auf die Idee gestellt, vielleicht kriegen wir ja ein gutes Trinket oder was noch besser wäre, eine Waffe. Und natürlich kriegen wir keine Waffe und kein Trinket. Wir kriegen eine Hose, welche sogar Versa drauf hat. Und ich krieg Schuhe mit einem Sockelslot. Nee, wisst ihr was? Ich nehme die Schuhe, die haben zwar Kack-Stats drauf, aber ich brauche einfach die höheren Schuhe, weil die Sockeldinger muss ich halt anlassen. Das hilft halt leider alles nichts. Ja, wir werden die Schuhe nehmen, obwohl ich die Hose auch ganz gern genommen hätte. Eine Waffe oder ein Trinket wäre natürlich besser gewesen, aber naja, was ist denn machen, ne? Ich habe jetzt schon Scheißschuhe an und dann habe ich halt zumindest die gleichen Scheißschuhe an, aber mit einem höheren Item-Level, ne? Oh, und die haben einen Transmog gebracht, der noch besser hier. So, jetzt muss ich mal schauen. Jetzt nehmen wir einfach hier den Sockel raus. Wir müssen noch eine Agi VZ draufpacken und dann hauen wir die alten Schuhe weg, weil die bräuchte ich dann tatsächlich nicht mehr. So, also die hier können wir dann weghauen. Dann machen wir gleich die Agi VZ drauf, sonst vergesse ich das wieder. Kennt ihr das? Ihr kriegt ein neues Item, seid direkt im Raid, das ist deutlich besser und ihr verzaubert es nicht gleich, vergesst es dann. Und irgendwie so ein paar Wochen später merkt ihr so, ich renne die ganze Zeit mit dem Item rum, das nicht verzettelt ist. Eher nicht so gut. Deswegen versuche ich das immer gleich zu machen. So, wo haben wir es denn? Wir brauchen einmal die Füße und dann brauchen wir, heißt das Beweglichkeit wahrscheinlich schon? Beweglichkeit und das waren 15 Beweglichkeit. Kriegen wir die hier? 15 Beweglichkeit, ja, schaut mal. Also, man muss eins sagen, hier in Shadowlands, ne? Die VZ-Sachen, die sind so günstig, da kannst du echt nichts sagen. Ich glaube, da kannst du auch kein vernünftiges Gold mitmachen, tatsächlich. Also, ich bin nicht im VZ-Markt unterwegs, genau deswegen, weil da halt die Margen einfach viel zu gering sind. Gut, das wollen wir nicht VZ-en, sondern diese Schuhe. Und dann hauen wir die alten gleich wieder weg. Und dementsprechend sind wir ja dann zumindest ein Ticken besser aufgestellt. Zwar haben wir hier kein Versa drauf, aber zumindest ne, ein bisschen mehr Item-Level. Gut, dann war es das eigentlich schon mit dem kleinen Opening. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in der Woche wieder, wenn es wieder an den Great Vault rangeht. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.